Willkommen zu dieser Meditation zum Wünsche manifestieren, inspiriert von den Lehren von Dr. Joe Dispenza. Diese Meditation wird dir helfen, dich in einen Zustand absoluter Zufriedenheit zu versetzen, schon bevor dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Weil wenn dein Herz voll ist, wenn du optimistisch und glücklich bist, dann bist du wie ein Magnet und kannst alles, was du dir wünschst, in deine Realität ziehen. Am besten hörst du diese Meditation regelmäßig, weil du so deine Anziehungskraft verstärken und vervielfachen kannst. Such dir eine bequeme Position, sitz am besten aufrecht, gerne auf einem Stuhl oder auf dem Sofa, und dann schließ deine Augen. Du wirst immer mehr von dem anziehen, was du schon bist. Und deine ganze Kraft und Energie wird immer in das investiert, auf was du dich fokussierst. Warte nicht darauf, dass deine Umgebung oder deine Umstände sich ändern. Wenn du unzufrieden bist, dann musst du zuerst dich selbst verändern. Du musst anders denken. Eine neue Perspektive finden. Du brauchst eine neue innere Einstellung. Dann wirst du dich anders fühlen und dann auch anders handeln als bisher. Und so wird sich dann auf einmal alles verändern. In ein paar Monaten kann deine Welt ganz anders aussehen. Jetzt nimm dir einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Entspann dich. Entspann deinen Körper. Spür in deinen Körper hinein. Geh
Gibt es noch irgendwo Muskeln, die verspannt sind? Dann versuch die mal ganz bewusst zu entspannen. Entspann deine Schultern, entspann deine Gesichtsmuskeln. Erlaub deinem Körper loszulassen und sich ganz zu entspannen. Du fühlst dich ganz leicht, ganz losgelöst. Und jetzt lass dich noch tiefer hineinsinken in diese Entspannung. Und noch ein bisschen tiefer und tiefer. Jetzt stell dir vor, du schwebst in einem unendlich großen Raum. Du fühlst dich ganz leicht, ganz unbeschwert und geborgen. Du schwebst in dieser unendlichen Weite. Wie schwerelos. Ganz losgelöst, ganz entspannt. Diese unendliche Weite
erstreckt sich in alle Richtungen, soweit das Auge reicht. Das ist das Feld, eine neue Erfahrungswelt, die sich in dir auftut und überall um dich herum. Jetzt versuch, diese unendliche Weite um dich herum wahrzunehmen. Spür die angenehme Ruhe hier. Du bist ganz unbeschwert und geborgen. Jetzt versuch mal, die unendliche Weite vor dir wahrzunehmen. Du treibst ganz entspannt in dieser unendlichen Weite. Spür die angenehme Ruhe, die der unendliche Raum vor dir ausstrahlt. Du schwebst ganz losgelöst in diesem unendlichen Raum. Ganz entspannt, ganz geborgen.
Jetzt versuch mal, die unendliche Weite hinter dir wahrzunehmen. Versuch, den großen leeren Raum hinter dir ganz intensiv zu spüren. Spür die angenehme Ruhe, die der unendliche Raum hinter dir ausstrahlt. Spür die unendliche Weite überall um dich herum. Spür diese unendliche Ruhe hier, losgelöst von allem, was du kennst. Und auch links und rechts von dir ist nichts als diese unendliche Weite. Finde deine innere Mitte und dann versuch mal, die unendliche Weite links und rechts von dir zu spüren. Fühl diese unendliche Weite in beide Richtungen und versuch sie ganz intensiv wahrzunehmen. Du bist ganz ruhig, ganz entspannt.
spür das unendliche Nichts in dir und überall um dich herum. Du bist nur ein kleiner Punkt in dieser unendlichen Weite. Ein Teil von diesem großen Ganzen. Lass dich tragen. Lass dich ganz hineinsinken und werde eins mit dieser Schwerelosigkeit. Werde eins mit dieser Unendlichkeit. Du gehst ganz auf in dieser unendlichen Weite. Du bist ganz klar, ganz wach. Sind die höheren Sphären jenseits von Raum und Zeit. Hier verschmelzen Realität und Fantasie. Hier existieren alle Möglichkeiten parallel.
Hier sind alle Chancen und Möglichkeiten real. Wenn du deine innere Einstellung änderst, dann veränderst du damit dein ganzes Leben. Weißt du wirklich zu schätzen, was das Leben dir geschenkt hat? Gibt es nicht so vieles in deinem Leben, für das du froh und dankbar sein kannst? Und damit meine ich nicht nur Dinge oder Menschen. Dein Leben war voller Zufälle und glücklicher Fügungen. Oder wie wäre es mit ein bisschen Wertschätzung für deinen eigenen Mut, dein Durchhaltevermögen oder deine Kreativität? Wertschätzung hat eine ganz besondere Energiesignatur. Spür diese Energie von Wertschätzung und Dankbarkeit in deinem Herzen. Wie ein Glühen, wie eine wohlige Wärme tief in dir drin. Diese Zufriedenheit ist wie ein Magnet, der alles Positive anzieht. Spür, wie dein ganzer Körper erfasst wird von dieser wohligen, positiven Energie, von dieser Zufriedenheit, von dieser Wertschätzung. Beobachte mal, wie du dich jetzt fühlst. Dein Herz ist voll und du fühlst dich ausgeglichen und zufrieden. Dieses Gefühl, dieser Zustand ist der Schlüssel. Deshalb meditiere regelmäßig und dann nimm dieses Gefühl mit in deinen Alltag.
wenn du so durch die Welt gehst, dann wirst du alles zu dir ziehen, was du dir wünschst. Du wirst merken, wie deine Wahrnehmung sich verändert. Du wirst auf einmal ganz neue Möglichkeiten erkennen. Und seltsame Zufälle werden dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Menschen und die Dinge, die dich deinem Wunsch näher bringen. Das Universum ist auf deiner Seite und es wird dir helfen. Das ist deine Chance. Du kannst deine Wünsche wahrmachen. Du weißt noch nicht genau wie. Aber das macht gar nichts. Du kennst die Richtung. Also beweg dich einfach ganz langsam in die richtige Richtung. Was kannst du heute tun, um deinem Ziel näher zu kommen? Was ist dein nächster Schritt? Du wirst immer mehr von dem anziehen, was du schon bist. Also versuch heute ein bisschen so zu sein, als wäre dein Wunsch schon wahr. Und spür eine tiefe Wertschätzung für das Leben, das du bereits hast. Weißt du noch, wie du vor Jahren unbedingt die Dinge haben wolltest, die jetzt selbstverständlich für dich sind?
Trag deinen Wunsch in deinem Herzen und geh heute durch den Tag mit der Gewissheit, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist. Alles ist möglich. Mach dich auf den Weg und alles, was du brauchst, wird dir vor die Füße fallen. Erkenne die Chancen und Möglichkeiten und sei bereit, sie anzunehmen. Werde aktiv und erschaffe dir das Leben, von dem du immer geträumt hast. Jetzt komm langsam hierher zurück, wo du sitzt. Streck dich ein bisschen. Und dann öffne langsam deine Augen.